Ergometer sind zum aeroben Trainieren da. Das heißt Training mit Verbrennung von Sauerstoff. In einem Fitnessstudio wird nicht nur die Muskulatur bearbeitet, sondern auch Herz, Lunge und Kreislauf. Wir beginnen mit dem Laufband. Das wird das erste Gerät sein, das wir hier erklären. Und zwar, ein Laufband hat normalerweise immer eine Funktion, in der ich sofort starten kann. Eine sogenannte Quick-Start-Funktion. Die kann man drücken. Und wer zum ersten Mal auf so einem Laufband steht, muss keine Angst haben, dass was Schlimmes passiert. Diese Dinger rucken nie an. Sie werden ganz langsam starten, so wie ich das jetzt tue. Und wenn ich stoppe, dann wird es auch ganz langsam anhalten. Also diese witzigen Filme auf YouTube, wo jemand hinten übers Laufband purzelt, die sind nicht der Realität entsprungen, sondern es waren einfach kaputte Geräte. Es sind immer Notknöpfe an den Geräten. Die kann man sich festmachen oder man kann auch einfach draufdrücken. Keine Angst, es stoppt nicht abrupt. Wir können immer langsam aufhören zu laufen. Das Laufband ist eines der effektivsten Geräte, auf dem wir trainieren können, weil es die Herzfrequenz sehr schnell nach oben bringt. Das Laufband kann wie jeder andere Ergometer zum Aufwärmen benutzt werden. Wir können es aber auch zum Herz-Kreislauf-Training benutzen. Oder wir können es zur Fettverbrennung benutzen. Bei der Fettverbrennung empfiehlt sich normalerweise eine mittlere Laufgeschwindigkeit, die sich noch mehr im Bereich des Walkens aufhält. Das ist das, was ich jetzt tue. Ich laufe mit einer normalen Spaziergängergeschwindigkeit. Will ich mein Herz-Kreislauf-System angreifen? Dann müsste ich schneller werden und müsste eigentlich in den leichten Joggingbereich gehen. Beim Laufband läuft man frei. Wenn man ganz unsicher ist, hält man erst noch die Arme dran. Wenn man etwas sicherer wird, und das wird man sehr schnell, nimmt man die Arme weg und versucht, in eine normale Laufposition zu kommen. Wenn das Ganze mal wieder stoppen. Rennen ist nicht wichtig auf dem Laufband. Es geht beim Aufwärmen nur darum, die Herzfrequenz einmal über 120 zu bringen, um bereit zu sein fürs Krafttraining. Bei der Fettverbrennung geht es darum, den Puls circa um die 120 Schläge zu halten. Es gibt da genaue Parameter, die werden wir jetzt nicht berechnen. Kann man über Laktatmessungen machen. Es gibt auch Studios, die das anbieten. Bei uns könnte man es auch machen, aber so aufwendig muss man es als Fitnesssportler nicht betreiben. Um die 120, ihr seid in der Fettverbrennung, eine halbe Stunde draufbleiben. Es gibt noch eine Funktion an so einem Laufband, das hat fast jedes moderne Laufband, nämlich die Steigungsfunktion. Ich kann also durchaus auch bergauf laufen, das heißt bei relativ langsamem Tempo kann ich trotzdem sehr anstrengend arbeiten. Ich halte diese Funktion für nicht so wichtig. Das muss ein Laufband nicht vorweisen, nur seitdem in Rocky 3 Dolph Lundgren meinte, er müsste dieses Ding ganz steil stellen beim Rennen, meint jeder das tun zu müssen. Es hat maximal in einem Programm eine Wirkung, wenn man beispielsweise ein Intervalltraining machen möchte. Man sollte aber dazu sagen, das Laufband ist für den Läufer eigentlich kein gutes Trainingsgerät, auch wenn man es meinen könnte. Das Laufband sieht dem Laufen draußen sehr ähnlich. Es ist aber tatsächlich nur eine Imitierung des Laufens, im Gegensatz zum Fahrradergometer. Der Fahrradergometer kriegt den Bewegungsablauf des Fahrradfahrens tatsächlich hin. Auf einem Laufband hebe ich zumindest, sobald ich ins Rennen oder in Joggingtempo gehe, ja nur die Beine an und das Laufband geht runter weg. Das heißt, koordinativ gesehen darf ein Läufer natürlich im Winter auf dem Laufband trainieren, aber er darf es nicht dauerhaft tun. Dann würde er ein schlechterer Läufer. Das Gerät also rein für den Fitnesssportler zum Aufwärmen, Herz-Kreislauf-Training und Fettverbrennung. Für die Gelenke gibt es allerdings bessere Geräte. Wie runde Belastungen für die Gelenke, das wären Fahrradergometer oder Crosstrainer. Und zu denen kommen wir jetzt.